öffentlicher Verkehr ist gefragt. Ich habe vor kurzem gelesen, Wohlstand ist nicht, wenn alle teilhaben können an der Mobilität, die wir jetzt haben, sprich Autos, sondern Wohlstand ist, wenn die Reichen mit dem öffentlichen Verkehrsmittel fahren. Und dieser Spruch hat mir wirklich sehr gefallen. Also wenn der öffentliche Verkehrsmittel so attraktiv ist, dass es wirklich für jeden Lust bedeutet, mit dem öffentlichen Verkehrsmittel zu fahren, dann haben wir unser Ziel erreicht. Ein kleiner Meilenstein tut sich in nächster Zeit mit der ÖBB in Linz-Land auf. Und dazu gibt es diese Veranstaltung heute, zu der ich Sie alle herzlich begrüße. Moderieren tut unsere Veranstaltung Stefan Hindinger. Er ist Stadtrat für Umwelt und Mobilität in Vöcklabruck und leitet durch den Abend. Danke sehr. Danke, Karin. Ja, auch von meiner Seite einen schönen Abend. Mein persönlicher Einstieg zum Thema ist, dass ich natürlich öffentlich anreisen wollte. Es konnte, also über ÖBB eingestiegen. Ich wäre nicht mehr nach Hause gekommen, also ich hätte hier übernachten müssen und glaube 5.37 Uhr oder 4 Uhr ungefähr am nächsten Tag wieder zurück. Mit irgendwie Fußmarsch und Rad wäre es schon gegangen, aber dazu war ich nicht bereit. Sonst schon, aber nicht, wenn ich bei einem Abend jetzt moderieren soll. Ich darf Ihnen die Gesprächsteilnehmer des heutigen Abends vorstellen. Das ist einerseits der Diplom-Ingenieur Dr. Harald Frey von der TU Wien. Herzlich willkommen. Dann die Abgeordnete zum Oberösterreichischen Landtag, Mitglied im Verkehrsausschuss, auch stellvertretende Landessprecherin der Grünen, Ulrike Schwarz. Diplom-Ingenieur Robert Struger, er ist der ehemalige ÖBB-Regionalmanager für Oberösterreich. Herzlich willkommen. Und der Hans Schwerer von der Bürgerliste Blume Pasching. Zum Ablauf: der Diplom-Ingenieur Frey wird etwas jetzt vor allem über nachhaltige Mobilität sagen, weil es den Veranstaltern ganz wichtig war, jetzt sozusagen den großen Kontext auch herzustellen, in welchem Zusammenhang jetzt auch der Gesamtverkehrsplan für Linz-Linz-Land geplant wird, wie sich die Mobilität entwickelt. Das wird ca. 20 Minuten dauern. Und dann steigen wir zusammen mit den anderen Diskussionsteilnehmern in die Diskussion ein. Wir haben am Anfang jetzt auch eine PowerPoint-Präsentation und damit wir die Zeit nutzen, übergebe ich gleich an den ersten Referenten. Vielen Dank. Ich habe den Titel genannt Mobilität mit Zukunft, Ursachen, Erkenntnisse und Handlungsanleitungen. Das klingt alles ein bisschen sozusagen wie insbesondere der Untertitel etwas schwulstiger, aber ich will versuchen, mit ein paar griffigen wissenschaftlichen sozusagen Erkenntnissen, das ist ja auch nicht groß, die Ethik lassen wir heute im Stich, versuchen sozusagen Ihnen die Grundwirkungsmechanismen im Verkehr sozusagen näher bringen. Können wir schauen, können wir das heute noch zusammenbringen? Am Anfang hat alles gut funktioniert. Aber ist ja wurscht, ich kann nicht anfangen, bis das Bild da ist. So, das ist die Geschichte. Die Frage ist, was wir reden mal von Mobilität und müssen uns einmal die Frage stellen, was ist überhaupt Mobilität? Wenn wir über Mobilität sprechen, dann denken wir in erster Linie sozusagen an Autofahren. Wir denken vielleicht manchmal auch ans Zu-Fuß-Gehen, ans Radfahren oder ans Benutzen des öffentlichen Verkehrs. Was wir aber immer vergessen, wir müssen ja mobil sein, weil irgendein Mangel am Ort entsteht. Das heißt, wir haben zum Beispiel sozusagen, denken Sie an Ihre Mobilität, beginnt sie im Eigenheim. Sozusagen schon Zwangsmobilität, wenn Sie beispielsweise aufs WC müssen oder wenn Sie aus der Küche etwas benötigen, wenn Sie gerade etwas nicht bei sich haben oder auch sozusagen andere Bedürfnisse haben, dann müssen Sie ins andere Zimmer gehen. Das heißt, es ist auch eine Form der Mobilität, ist sozusagen die Mobilität im Haus. Aber es ist immer Mobilität ist immer auch Ausdruck eines Mangels am Ort. Das heißt, wenn Sie beispielsweise keinen Arbeitsplatz sozusagen im Haus haben oder Ihre Arbeit, wie es früher ja immer der Fall war, auf den Bauernhöfen sozusagen nicht am Hof verrichten konnten, sondern weiter entfernt zum Arbeitsplatz pendeln müssen, dann sozusagen müssen Sie außer Haus mobil sein.
Was aber vergessen wird, ist, dass auch es so etwas gibt wie eine geistige Mobilität. Das kommt sozusagen auch noch vor in dem alten Satz, wer es nicht im Kopf hat, muss es in den Beinen haben. Das drückt das aus. Das heißt, sozusagen bin ich in der Lage, meine Mängel am Ort sozusagen irgendwie geistig zu bewältigen. Das hat die Menschheit ja immer gemacht. Die Veredelung von Lebensmitteln beispielsweise im bäuerlichen Bereich ist das Produkt sozusagen geistiger Mobilität. Weil man damals nicht die Möglichkeiten gehabt hat, sozusagen Güter rund um den Globus schnell und rasch zu transportieren, hat man schauen müssen sozusagen, wie mache ich die Güter länger haltbar. Das heißt, Sie sehen, in der physischen Mobilität hat sich einiges getan und wir haben mit den alten Formen der Mobilität sozusagen das zu Fuß gehen, haben wir relativ gute Erfahrungen. Zu Fuß sind wir 6 bis 7 Millionen Jahre unterwegs auf unseren Beinen. Das heißt, da haben wir ganz gute Erkenntnisse, wie das in die Umgebung sozusagen passt, wie sich das einfügt. Auch wir haben ganz gute Erfahrungswerte damit, wie weit und wie schnell wir gehen oder laufen können. Auf dieser Basis haben sich mehr oder weniger unsere ganzen Dörfer und Siedlungen, auch die Städte sozusagen entwickelt über die Jahrtausende. Dann ist sozusagen das Rad gekommen. Die Frage ist sozusagen, warum die Natur das Rad nicht erfunden hat oder warum das Rad in der Natur nicht vorkommt. Ganz klar, fürs Rad brauche ich eine relativ ebene Fläche, für die muss ich einmal sozusagen Energieaufwand, ich brauche sozusagen wenig Widerstände etc. Das heißt, das ist schon, geht schon in die technischen Verkehrssysteme. Ja, und dann sind die Eisenbahnen und das Auto gekommen, mit allen Wirkungen sozusagen. Wenn wir oft darüber reden, sozusagen über die Zukunft der Mobilität, ist die Frage, naja, wohin wird sich das entwickeln, wird oft gestellt, dann werden die Frage gestellt, dann werden irgendwelche Prognosen oder und so weiter erstellt. Aber Faktum ist, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass sozusagen auch die Message, die sich da durchzieht, sozusagen, wir bestimmen, wohin die Reise geht, wir bestimmen, wie das Mobilitäts- und Verkehrssystem in Zukunft aussehen soll, indem wir sozusagen die strukturellen Voraussetzungen schaffen. Die strukturellen sind nicht nur die physischen, das ist nicht nur die Verkehrsinfrastruktur, die bauliche, das sind klarerweise auch die rechtlichen Rahmenbedingungen, das sind klarerweise auch finanzielle Rahmenbedingungen. Denken Sie an die Bauordnung beispielsweise, die jedem Haus oder jeder Wohnung einen Stellplatz zumindest einen vorschreibt oder auch genauso bei Büros. Denken Sie aber beispielsweise auch an alle finanziellen Rahmenbedingungen von sozusagen Parkgebühren etc. Die bestimmen klarerweise das Verhalten und wir, die Wissenschaft, schaut dann und analysiert dann, wie das Verkehrssystem sozusagen funktioniert und das machen wir anhand von Daten. Das heißt, mit den Daten können wir dann auch sozusagen messen, wie mit einem Fieberthermometer, in welchem Zustand sozusagen befindet sich das System. Entscheidend ist eben, wenn man die Strukturen ändert, ändert sich, das kann man da leider nicht mehr sehen, aber es ist untersucht, das Verhalten. Das heißt, das zeigen ja diese Pfeile, wenn Sie in die Strukturen eingreifen, dann ändern die Leute das Verhalten. Ganz klar, das sehen wir sozusagen bei allen Geschichten, wo wir ins Verkehrssystem, egal in welcher Art und Weise, auch immer eingreifen. Wenn wir Autobahnen brauchen, beginnen die Leute Autos zu fahren, oder wo sie früher zu Fuß oder mit dem Rad oder dem öffentlichen Verkehr unterwegs wären, wenn wir sozusagen beginnen, Straßenbahnen, Regionalbahnen auszubauen, dann kommen die Leute wieder zurück, da ziehen sich dann auch sozusagen die Leute an. Das ist vielleicht eine ganz wesentliche Geschichte und adressiert das, was bereits am Anfang erwähnt worden ist, sozusagen, wie schauen die Rahmenbedingungen aus. Wir haben ja bei der technischen Mobilität und insbesondere bei der Automobilität die Abhängigkeit vom Erdöl. Am Anfang waren die Autos sozusagen elektrischem Strom betrieben, aber sie sind relativ schnell fokussiert auf die Verbrennungsmotoren und dort sozusagen befinden wir uns heute noch immer. Und Sie sehen, Erdöl ist wie viele andere Ressourcen auch eine begrenzte Ressource, insbesondere deshalb problematisch, weil Sie wissen, sie alle sozusagen ursächlich mit den Problemen des Klimawandels zusammenhängt. Aber egal, sozusagen, wie man jetzt über Klimawandel und die Folgen denken mag, Faktum ist, dass es eine endliche Ressource ist. Und dass es in der Weltgeschichte sozusagen nur ein ganz kleiner Ausschnitt ist, wo für viele Menschen diese Menge an Erdöl zur Verfügung steht. Und wir dürfen nicht vergessen, das ist natürlich eine Quelle, die Sonnenenergie, und letztendlich sind wir alle solare Wesen, wie die Pflanzen auch, die Tiere auch, sozusagen die gespeicherte solare Energie von Milliarden von Jahren in sich trägt, dass wir halt jetzt relativ schnell und ohne großen Verantwortungsbewusstsein ausbeuten. Das heißt, das sind die Erkenntnisse zum Big Oil. Das heißt, irgendwo befinden wir uns jetzt da oben in dieser Peak-Phase. Sie merken es ja dadurch auch, dass wenn es geopolitische irgendwo weltweit irgendwelche Auseinandersetzungen gibt, dass es relativ schnell auf die Treibstoffpreise durchschlägt.
Wir sind also in einem relativ sensiblen Bereich, wo kleine Störungen quasi immer gleich durchschlagen auf den Benzinpreis. Also wenn im Nahen Osten ein Konflikt entsteht, können Sie davon ausgehen, dass sozusagen die Treibstoffpreise ansteigen. Sukzessive sind es klarerweise im Steigen begriffen, weil die Inder und die Chinesen und so weiter und so fort sozusagen einen materiellen Lebensstandard erreichen wollen, der insbesondere auf Erdöl und auf der Ausbeutung natürlicher Ressourcen basiert. Jetzt wird man sagen, okay, passt, wenn wir das wissen, wir haben diese Erkenntnisse, wie verhalten wir uns, wie würden wir das ableiten, wenn ich sozusagen einen Euro ins Verkehrssystem investieren will und mich frage, soll ich das in die Straßenverkehrsinfrastruktur investieren oder soll ich in das in den öffentlichen Verkehr investieren? Und da wird man sagen, na gut, in den 60er Jahren und in den 50er Jahren hat man gedacht, diese Entwicklung geht so auf, wir fliegen immer und fördern immer mehr Erdöl, es steht immer mehr Erdöl zur Verfügung, die brauchen wir eigentlich keine Sorgen machen. Also baue ich sozusagen eine Verkehrsinfrastruktur, die in diese Rahmenbedingungen mehr oder weniger reinpasst. Die Geschichte ist aber, wir befinden uns heute sozusagen in dieser Peak-Phase irgendwo da oben oder zumindest haben wir die Kenntnisse, dass es hier sich um eine endliche Ressource definitiv handelt und wir bauen weiter sozusagen eine Verkehrsinfrastruktur, die überhaupt nicht in diese Entwicklung reinpasst, weil Sie müssen ja bedenken, dass wenn ich heute sozusagen einen Euro in die Straßen- und Eisenbahn durch in welche Infrastruktur investiere, dann sozusagen besteht die Infrastruktur ja zumindest 50, 60, 70 Jahre. Und die Frage ist, wie schaut die Welt in 50, 60, 70 Jahren aus? Und daraus ableitet die Frage, ist es sozusagen verantwortungsvoll, einen Euro in ein Verkehrssystem investieren, das nicht mehr in die Randbedingungen der Zukunft passt? Und wenn ich schaue sozusagen, welche Arten im Verkehrssystem in dieses System hineinpassen, dann werden es klarerweise die nicht motorisierten Verkehrsteilnehmer sein, weil sie einfach nicht abhängig sind von der ganzen Geschichte. Und dann wird das der öffentliche Verkehr sein. Die zwei stehen natürlich im Wechsel. Wie schaut denn die Konkurrenz aus? Ich bin jetzt 200 Jahre haben wir nur gehört. Ich bin blöd, also dass du verstehst, ich wollte nicht herkommen. Aber diskutieren wir gleich drüber. Nein, ich will nicht diskutieren, aber du willst andere Kurvenblicken, dann schauen wir uns anders Spaß. Nein, aber das ist die Wollenkäufe können Sie sozusagen empirisch überall nachweisen. Ja. Die USA hat ja das längst sozusagen. Ja, nein, das ist schon klar. Also ändert ja nichts daran, sozusagen, dass sich die Beschleunigung der Ausbeutung damit natürlich auch zusammenhängt. Ich glaube, vorletzte Woche für die nächsten 200 Jahre ist das mit Verstehen. Ja. Ich bin für Grün. Ja. Ich arbeite auch vielleicht. Aber nein, ich bin ja kein Gründer. Ich sage Ihnen nur sozusagen, ich bin kein Gründer, ich habe sogar einen guten Gründer. Und ich kann sozusagen auf den Gründer kritisieren. Aber die Kurve gibt es andere auch. Nein, ist schon gut, dass man sozusagen die Hubbard-Funktion und der Stelle dahinter sozusagen diskutieren kann. Aber was Sache ist, dass ich auch mit diesen neuen Funden in den USA sozusagen nicht das Problem löse, dass es sich um eine endliche Ressource handelt. Sie können noch so viel ausbeuten und noch so viel rausdrücken aus den Schichten in den USA, dann wird es halt schneller verbrannt. Ganz klar, je mehr da ist sozusagen, den Energiehunger können Sie nicht stillen, weil sehen Sie ja, je mehr sozusagen gefördert wird, desto mehr wird sozusagen verbrannt oder verheizt, je nachdem, in welcher Form auch immer. Aber Sie brauchen mich nicht belehren, ich war gestern mal erfolgreich aktiv. Nein, ich will Sie gar nicht belehren, ich will Sie zu dem Diskurs. Im Diskurs ist immer belehrt. Sie belehren sich auch. Ich kann die Kurven anschauen, da habe ich keine alternativen Verkehrsmittel drauf. Auf der Kurve? Ja, auf der vorigen. Vielleicht können wir jetzt schauen, dass man nicht dein Vortrag findet. Auf der Kurve können es ganz einfach keine alternativen Verkehrsmittel drauf sein, weil es da nicht um verkehrliche Kurven geht. Da geht es sozusagen um eine Erdölkurve. Um die vorige. Was sind die alternativen Verkehrsmittel? Na, wir können gerne diskutieren sozusagen, aber ich denke, das gehört, wenn wir es fertig machen. Aufschreiben und nachher fragen. Also so schaut die Geschichte aus. Das ist die Entwicklung des Bundesstraßennetzes. Das heißt, wir haben sozusagen diese eine Form der Infrastruktur investiert, wo wir wissen, die werden wir in Zukunft weder erhalten können, noch sozusagen wird sie in die Randbedingungen passen. Wurscht sozusagen, ob sie noch ein paar Tropfen Erdöl aus dem Schiefergas, aus dem Schiefer rausholen oder aus den Erdölsanden oder nicht. Weil sozusagen, Sie dürfen ja nicht vergessen, dass hinter dieser Infrastruktur und dem Erhalt der Infrastruktur sozusagen auch Erdöl steckt. Das ist ja alles komplett erdölbasiert. Das heißt, das dürfen wir in der ganzen Geschichte nicht vergessen. Und Sie sehen, wir haben einfach sozusagen die Sättigungsgrade zwar geglaubt zu erreicht, aber wir investieren weiter in die Geschichte. Das heißt, so schaut die Sache aus in der Praxis.
wenn ich glaube sozusagen, dass so läuft die Verkehrsplanung bei Ihnen wie überall anders oder zumindest die Projektierung, wenn man merkt, es treten irgendwo Kapazitätsgrenzen auf dann wird, und es entsteht Stau, dann glaubt man, man muss eine Spur dazu bauen und es entsteht klarerweise Stau auf einem höheren Niveau. Das heißt, und Sie sehen so sozusagen, werden permanent Attraktivitäten geschaffen, die Leute zum Autofahren animieren und klarerweise davon abhalten, den öffentlichen Verkehr oder andere Verkehrsmittel zu benutzen. Das hat dann klarerweise Auswirkungen auf die ganze klimatische Geschichte. Das läuft dann jetzt nicht mehr sozusagen unter dem Neubau von Achsen im motorisierten Individualverkehr, sondern insbesondere unter dem sogenannten Lückenstoß. Aber Sie merken einfach, man findet immer wieder neue Autobahnachsen. Und das ist das eine der größten Probleme sozusagen. Hinter jeder Mobilität steht ja ein Wegezweck. Wir sind ja nicht, fahren ja nicht zum Spaß oder gehen ja nicht zum Spaß herum, sondern es gibt immer einen Grund, warum wir sozusagen mobil sind, weil wir zur Arbeit wollen, weil wir einkaufen gehen oder was auch immer. Und was entscheidend ist, man hat immer geglaubt, wenn wir sozusagen Autobahnen bauen oder wenn wir sozusagen Straßen bauen, dann beginnen die Leute mehr Auto zu fahren, das ist ja ganz gut, dann sind die Leute mehr mobil. Was aber nicht aufgefallen ist, dass die Leute, die jetzt dann im Auto gesessen sind, vorher in anderen Verkehrsmitteln unterwegs sind. Und damit natürlich komme ich sofort, insbesondere beim öffentlichen Verkehr, eine Wirtschaftlichkeitsproblematik, ganz klar. Das heißt, während die Autofahrten steigen, gehen klarerweise die anderen Fahrten nach unten. Das ist die Geschichte, die Zahl der Wege bleibt sozusagen konstant. Wir legen alle im Durchschnitt so 3 Wege pro Tag zurück und die ist sozusagen über die Jahrhunderte und auch über die Länder und so weiter relativ konstant, egal wie die Leute sozusagen mobil sind. Und das ist dann im großen Stile passiert, das was sozusagen früher an Anteilen zu Fuß und mit dem Rad zurückgelegt wurde, hat sich eben dann zum Autoverkehr verlagert und Sie sehen die ähnliche Funktion, die parallel sozusagen der Funktion läuft, wie wir die Infrastruktur ausgebaut haben und dementsprechend der öffentliche Verkehr auch natürlich reduziert. Wenn wir nach links schauen, wie die Leute dort da mobil sind, dann sehen Sie, dass sich die auch verändert, aber Sie haben sozusagen in der Stadt links einen ganz guten Binnenverkehr, der klarerweise auch zu Fuß zu einem gewissen Teil bewältigt wird. Im Großraum schaut schon anders aus und insbesondere die Pendlerverkehre von und nach links sind sozusagen die Problematik. Also Sie sehen, da ist klarerweise der Autoverkehr dominierend. Und der öffentliche Verkehr zum Teil auch vorhanden, aber das Problem sind insbesondere sozusagen die Beziehungen im Großraum, aber auch in die Stadt. Wobei die Stadt klarerweise aufgrund ihrer Strukturen eine andere Voraussetzung hat. Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass man die Geschichte gestalten kann und das sind die Ziele sozusagen der Politik. Und schaut sich gewisse Trends an und gibt dann bestimmte Ziele vor. Na gut, und wenn die Politik sagt, sie will sozusagen den Autoverkehr reduzieren, und den öffentlichen Verkehr stärken, was ja sozusagen die richtigen Zielsetzungen sind, dann muss ganz klar sein, dann muss sie die entsprechenden Rahmenbedingungen setzen. Und dann macht es wenig Sinn, sozusagen den Euro in Autobahnen zu investieren, sondern dann muss ich ganz gezielt in den Umweltverbund auch investieren, wenn ich sozusagen diese Ziele erreichen will. Das ist entscheidend. Sowohl als auch Maßnahmen bringen in der Geschichte nichts, weil wir in den vergangenen 50 Jahren schon massiv in den Autoverkehr investiert haben und einfach auf der Attraktivitätsskala so weit oben sind, dass jeder zusätzliche Euro sozusagen das System weiter attraktiv macht und uns und auch die Politik von ihren selbst auferlegten Zielsetzungen eigentlich entfernt. Das ist eine Geschichte, die immer wieder in diese Prognosen und in gewisse Trendszenarien einfließen, die ist auch nicht von mir, sondern sozusagen aus dem Verkehrskonzept für die Stadt. Das heißt, wie kaufen die Leute Autos in Zukunft und wie schaut der Motorisierungsgrad aus? Das ist die Anzahl der Pkw und Kombi pro 1000 Einwohner und Sie sehen, so oder so es entstehen hier Sättigungseffekte. Ganz einfach, weil sich und dieser Pfeil da oben und diese verschiedenen Pfeiler zeigen ja, es gibt eben bestimmte Entwicklungstendenzen, die Sie beeinflussen können. Je nachdem sozusagen, wenn Sie Straßen bauen, dann beginnen die Leute Autos zu kaufen, ganz klar. Das heißt, wenn wir uns aber die Wachstumsraten anschauen, das heißt die Zuwächse im Motorisierungsgrad, dann sehen Sie alle, die gehen dann nach unten und nähern sich dem Nullerwert. Das heißt, die Zuwächse in den Motorisierungsgraden, die jährlichen Veränderungen im Pkw und Kombibestand pro 1000 Einwohner gehen nach unten. Das heißt, im Grunde genommen, wenn ich heute einfach noch Geld investieren will, dann muss ich auch schauen, wie schaut die Geschichte sozusagen in den nächsten 60 Jahren aus. Und dann können Sie sich selber anschauen, wenn ich das sozusagen über 2008 weiter verlängere, dass ich im Nullerbereich oder im negativen Bereich bin, so oder so. In Wien, das ist sozusagen wird immer hergehalten, aber da wurde die Geschichte schon vor Jahrzehnten begonnen umzusetzen. Sie sehen, diese selben Motorisierungsgrade gehen also hier, die in Linz sozusagen noch leicht nach oben zeigen, im Großraum Linz, beziehungsweise eben angenommen werden, dass sie stagnieren, gehen eben da schon nach unten.
Und Sie sehen sozusagen, während Österreich im Motorisierungsgrad nach oben geht, geht Wien klarerweise nach unten, Graz auch. In Linz schaut es noch ein bisschen anders aus, die Geschichte. Und da haben wir dann einfach bereits in den 70er, 80er Jahren Verkehrskonzepte sozusagen erstellt, die klare Ziele vorgegeben haben. Und dann muss ich natürlich eine entsprechende Zeit auch warten, bis sich das Verhalten, das ja immer ein bisschen träge ist, und die Strukturen entsprechend geändert werden und das Verhalten dann entsprechend die Strukturen anpasst. Das ist ganz entscheidend. Das heißt, wenn ich die Strukturen ändere, mit der Strukturänderung, ergibt sich zwangsläufig auch die Verhaltensänderung. So schaut es bei Ihnen aus. Also ich glaube, eine Sache, die ganz sinnvoll ist und die sozusagen genau in dieses Zukunftsbild passt, das ist harmoniert mit dem Umfeld, das ist sehr flächeneffizient und passt sozusagen auf allen Ebenen des Güter- und Personenverkehrs in das städtische Umfeld hinein. Das heißt, integriert sich super in das Landschaft und Stadtbild. Die kann auch für den Güterverkehr verwendet werden und die harmoniert und generiert sozusagen einen wesentlichen Mehrwert auch über den klassischen alltäglichen Formen der Mobilität hinaus. Das heißt, wenn ich mir die Geschichte anschaue und schaue, was in Deutschland darüber geschrieben wird, nämlich dass wenn die Straßen parallel zur Eisenbahnlinie, das ist, man kann es da nicht mehr lesen, unten steht die Quelle von Intraplan Consult, bereits aus dem Ende der 90er Jahren, die das für Deutschland analysiert haben. Und da haben die Analysen eben gezeigt, dass die Kommunen, wenn die sozusagen Straßenausbau parallel zur Bahn betreiben, massiv finanziell geschwächt werden. Wir sehen das ja heute in den finanziellen Strukturen auch der Gemeinde. Das heißt, das ist ganz entscheidend. Ich kann diese sowohl als auch Strategie nicht fahren. Das heißt, wenn ich mir überlege, sozusagen, wo setze ich Geldmittel ein und schaue mal an, sozusagen, was geplant ist im Fahrbahnbau, hier einmal sozusagen der Westring Linz mit 130 Millionen Euro pro Kilometer. Und drüben die S10 mit 35 Millionen pro Kilometer, also in Summe 750 Kilometer. Und das Ganze Millionen Euro und das ohne Finanzierungskosten, nicht zu vergessen. Das heißt, das ist ganz entscheidend, sozusagen widerspricht eigentlich diesen Tendenzen. Wir haben zuerst über Energie gesprochen. Das heißt, so schaut die Geschichte aus, wenn ich den Energiebedarf der einzelnen Verkehrsmittel mir anschaue. Fußgänger, Radfahrer, Auto, motorisierten Individualverkehr und öffentlicher Verkehr, sowohl für den Betrieb als für die Herstellung, dürfen wir nicht vergessen. Autos werden ja nicht geboren, sondern die werden ja auch produziert. Wenn Sie beispielsweise ein Auto im Geschäft kaufen, wenn am Tacho 0 km/h steht oder 200-300 km oben steht am Tacho, dann haben Sie, wenn Sie die Energie umrechnen, die für die Produktion des Autos verwendet wurde, in Wirklichkeit schon um die 100.000 km am Tacho. Nicht vergessen, das ist natürlich auch eine entscheidende Geschichte sozusagen für die Elektromobilität, die auch sehr, wenn sie in Form von Autos sozusagen gedacht wird, genauso Ressourcen und noch, teilweise noch viel mehr Ressourcen intensiver ist. In den USA schaut die Geschichte schon anders aus. Bitte merken und unter Anfangen. Das ist der Energiebedarf in der Zeiteinheit. Das heißt, Sie sehen hier ein Kilojoule. Pro Minute. Ja, und Zeiteinheit ist Minuten oder Stunden? Minuten, genau. Kilojoule pro Minute. Ich meine, es geht relativ schnell. Okay. Ich bin dankbar für Zwischenfragen, deswegen also gerne, ich switche ich gerne nochmal zurück. Es geht gerade, aber schneller. Ja, nein, macht schon. Bitte bremsen, Stopp sagen. Bin ich sehr dankbar, ja. Klar, also das ist sozusagen der Energiebedarf je Zeiteinheit. Was ist das? Sind das Joule? Das sind Joule, ja, Kilojoule. Kilojoule pro Minute. Ja? Kilojoule, was Kilojoule sind? Sie kennen Kilokalorien vielleicht. Also das ist, wenn Sie es auf Lebensmittelpackungen und so weiter, sehen Sie auch die Kilokalorien angegeben. Und ein Kilokalorien sind in etwa 4,178 Joule. Das heißt, es ist dieselbe Energiebedarf sozusagen in Lebensmitteln. Wenn Sie Schokolade essen, haben Sie relativ viel Energiewert oder Nährwert, wenn Sie so wollen, ist ein Energieinhalt sozusagen. Der Energieinhalt ist ja genauso in anderen Dingen wie im Treibstoff genauso drin. Sie können ja den Treibstoff-Energieinhalt auch in Schule angeben. Aber die kommen ja nicht ganz, das ist ja, wir haben ja jetzt verfolgt, die kommen ja nicht ganz zusammen mit den Kurven. Wie haben Sie denn das gerechnet? Energiebedarf, die Zeiteinheit. Ja, ganz einfach, indem man sozusagen schaut, wie viel Zeit sind die Leute mobil. Das heißt, wir schauen einfach, welchen Energiebedarf brauche ich, wenn ich zu Fuß unterwegs bin. Ne? Ja, passt gut. Und da oben, ich richtig ist, ob es 1000. Das sind 0 bis 1800, ne, beim Auto. Und? Wie weit kommt man da? Ja, das sind die Zeiteinheiten. Das heißt, Sie können ja beim Radfahren beispielsweise beim zu Fuß gehen. Fangen wir beim Fußgeher an. Der Fußgeher braucht sozusagen, wenn er mobil ist, braucht er circa fürs Gehen mit 4 km/h, braucht er in etwa 18 Kilojoule.
ja, pro Minute. Und dann können Sie natürlich ausrechnen, sozusagen, wie viele Wege Sie unterwegs sind. Und wie viel Kilojoule sind in einem Liter Benzin? In einem Liter Benzin sind 41,78 Megajoule. Ja, und Sie wegen? Wie weit Sie mit einem Liter Benzin kommen, wissen Sie. Die kommen mit 10 Liter 100 Kilometer, dann kommen Sie 0,1 Liter an Kilometer. Ne? Mit einem Zehntel Liter. Kommen Sie an Kilometer. Können wir 0,08 nehmen. Wir können dann 0,5 wäre ein bisschen viel. 0,5 Liter pro einen Kilometer. 0,5 Liter pro 100 Kilometer. Das wird ein bisschen knapp werden. Das gibt es noch nicht. Nein, ich meine, in der Minuten fährt der Radfahrer 200 Meter und das Auto fährt aber 1,2 Kilometer. Ja, ja. Das bin ich, Herr Schau. Ja, deswegen gehen wir auf die Zeit ein. Ich bin zuständig für die Forschung und Entwicklung in Oberösterreich. Ja. Und die Berat. Und ich war gestern unterwegs, war vorgestern unterwegs und jeder hat sich mal besonders. Na, ist ja gut. Damit müssen wir sich mit den Sachen auseinandersetzen. Ich höre auch jeden Tag irgendwas anderes und lese irgendwas anderes. Ich muss mich auch mit den Themen, mit den Sachen auseinandersetzen. Das ist das Problem. Aber sozusagen, das ist sozusagen Common Sense. Das kann man auch sofort nachrechnen. Jederzeit. Ich habe mir gestern auch nicht durchgesetzt, Forschung. Na, das glaube ich nicht, weil diese Geschichte Energiebedarf, die Zeiteinheit auf der anderen Kurve wahrscheinlich nicht, die Achse war anders beschriftet, nehme ich an. Da bin ich mir sicher. Bitte? Ich habe es nicht verstanden. Nein, die Kurve haben Sie gestern sicher nicht gesehen, wo auf der Achse Energiebedarf, die Zeiteinheit gestanden ist. Sicher nicht. Das glaube ich sicher nicht. Sie haben wahrscheinlich eine Kurve gesehen, wo der Energiebedarf beispielsweise je Kilometer gestanden ist, je länger eine Einheit. Und das ist genau das, was der Herr da hinten gesagt hat. Wenn ich schneller unterwegs bin, sozusagen, dann fahre ich ja weiter. Ne? Ist ja klar. Ne? Das heißt, wenn Sie sozusagen auf die Längeneinheit beziehen, verwechseln Sie ja die Geschichte. Deswegen ist das hier auf die Zeiteinheit bezogen. Weil wir ja ein konstantes Mobilitätszeitbudget haben. Ne? Der schneller unterwegs ist, sozusagen, kommt nur weiter. Aber ist dieselbe Zeit im Verkehrssystem unterwegs. Und wie schaut es da aus auf dem Kilometer? Ja, das können Sie genauso umrechnen auf den Kilometer. Also indem Sie einfach sozusagen, wir können es ja dann da ausrechnen, indem Sie einfach beim Fußgänger 4 km/h ist gleich 18 Kilojoule pro Minute rechnen und dann können Sie es durchdividieren. Ne? Weil 4,5 ist 1 Meter pro Sekunde, ne, geht der Fußgänger. Fußgänger geht 1 Meter pro Sekunde, das heißt 60 Meter in der Minute. Und in den 60 Minuten braucht er 18 Kilojoule. Ne? Das heißt, das gehört sozusagen durchspielen. Der Autofahrer sitzt, das heißt, er braucht weniger Körperenergieaufwand. Ja, 100. Der Körperenergieaufwand ist, können Sie da de facto vernachlässigen. Und das, was da reinfällt beim Betrieb, ist sozusagen das, was wir für Treibstoffe drin haben. Okay. Also ist ja wurscht, wir können nachher gerne darüber diskutieren. Das sind die zurückgelegten Kilometer in den USA, um zu sehen, was passiert. Sozusagen behauptet immer wieder, dass während der Krise in den USA, das sogenannten in den 2008er Jahren, die zurückgelegten Kilometer massiv zurückgegangen sind. Die Hängekurve sind die Erdölpreise oder die Treibstoffpreise in den USA von 1991 bis 2008. Und Sie sehen sozusagen oben sind die zurückgelegten Kilometer der Fahrzeuge. Und Sie sehen, dass das schon bereits in den 2002er, 2003er Jahren begonnen hat, sozusagen rückläufig zu sein. Das heißt, die Leute haben überall begonnen, weniger Auto zu fahren in den USA. Das ist nicht kein Phänomen der USA, wenn man sagen, ja gut, sozusagen, ja, war die Immobilienkrise und so weiter, Sie können sich das anschauen. Das betrifft Deutschland, das betrifft sozusagen mehr den ganzen Globus, Frankreich und so weiter. Das heißt, adressiert dann diese Geschichte sozusagen, wohin geht die Reise und wie schauen die Entwicklungen aus, müssen wir uns sozusagen anschauen, dass hier, das läuft unter dem Begriff Peak Travel, das können Sie jederzeit in Google oder im Internet eingeben, da kriegen Sie jede Menge Informationen dazu. Das heißt, dass die Leute nicht mehr Kilometer zurücklegen. Das sind natürlich auch verkehrspolitische Zielsetzungen. Die Stadt Zürich beispielsweise, Wien genauso, hat auch klar festgeschrieben, nicht nur zu sagen, wie, mit welchen Verkehrsmitteln sollen die Leute unterwegs sein, sondern auch gesagt, okay, wir wollen schauen, dass wir den Verkehrsaufwand, also die Anzahl der Kilometer, die die Leute zurücklegen, dass der nicht weiter steigt, insbesondere im motorisierten Individualverkehr als im Autoverkehr. Das sind ihre Ziele, sozusagen die Entwicklung der Personenverkehrsleistung unter Annahme bestimmter Szenarien. Die hat von Szenarien nichts, sozusagen Szenarien sollte man eigentlich Ziele gegenüberstellen.
Das heißt, wenn ich dem sozusagen diesen Pfeil wieder leicht oder nach oben zeigen, von 2000 auf 2011 und dann weiter auf für bestimmte Szenarien, auf die ich gar nicht eingehen will, dann sollte man sozusagen, auch kann man ja genauso sagen, ich will, dass die nach unten gehen. Da muss ich nur entsprechende Maßnahmen nachher formulieren, ganz klar. Aber Sie sehen, dass sozusagen im weltweiten Bereich die natürlich nach unten gehen. Das ist das, was ich vorher kurz erwähnt habe, das ist der parallele Ausbau sozusagen der Straße zur Bahn. Da hat die Bahn keine Chance mehr. Zürich hat doch im Februar begonnen, ein Personalverfahren. Okay, ich muss den Auftrag durchzugehen. Sozusagen, so schaut die Geschichte aus, aber was völlig vergessen wird, sind die externen Kosten. Ich habe hier sozusagen vierfachen direkten Flächenverbrauch bei gleicher oder geringer Leistungsfähigkeit zur Bahn und ich habe hier die ganzen externen Kosten. Das wird in den volkswirtschaftlichen Rechnungen nicht berücksichtigt, müsste aber sozusagen der ganzen Geschichte gegenübergestellt werden. Das heißt, wenn ich sozusagen in Euro heute investiere, muss ich das klarerweise in den Entscheidungsgrundlagen berücksichtigen. Von der Leistungsfähigkeit gar nicht zu schweigen. Sie sehen hier sozusagen die Personen pro Stunde, was bringe ich durch einen Querschnitt durch, mit der Schnellbahn, Stadtschnellbahnen und so weiter. Und Sie sehen, dass wir sozusagen hier bestimmte Leistungsfähigkeiten haben, was ich durchbringe. Und da unten befindet sich die zweistreifige Straße, sozusagen Wert von sozusagen 2000 Personen pro Stunde bei einer Besetzungsgrad von 1 bis 2 im Auto. Sieht man die Legende, das heißt, bitte? Bitte? Die Legende sieht man nirgends. Das sind Personen pro Stunde. Ja, aber das ist blau und das ist groß. Ja, das sind sozusagen die unteren und das obere Level, Minimum und Maximum. Das hat eine gewisse Spannungsbreite, danke. Das sind von Bisswerte, Sie sehen es da oben unter die Verschäden. Praktische Leistungsfähigkeit von Bisswerte. Das heißt, klarerweise, es hängt natürlich von diversen Geschichten ab, Intervalle etc., auf Fahrzeugtypen und so weiter. Das ist das, was sozusagen nachgewiesen werden konnte durch die verschiedenen Typen, die halt weltweit im Einsatz sind. Also das Zitat wurde ja gebracht vorher, was der Bürgermeister von Bogotá gesagt hat, sozusagen, dass Lebensqualität auch das ist, wenn reiche Menschen den öffentlichen Verkehr benutzen. Das sind klassische Maßnahmen, wo sie sozusagen mit einer Spur pro Richtung sozusagen das durchbringen, was sie auf ganzen städtischen Autobahnen auf 4 bis 5 Spuren durchbringen. Also Sie sehen, es ist auch immer eine Frage der effizienten, des effizienten Einsatzes der Mittel, klarerweise. Der Flächenverbrauch, der ist, glaube ich, bewusst hinter der ganzen Geschichte, das heißt, das ist die Altstadt von Salzburg, dieser klassische Autobahnknoten, der darüber geht. Flächenverbrauch, vielleicht ganz kurz, Sie sehen Fläche pro Quadratperson, Quadratmeter pro Person, im BKW, Fahrrad, Fußgänger, Quadratmeter sozusagen. BKW braucht natürlich entsprechend mehr, wenn er sich bewegt, weil es die Annahme, dass sie eben mit 50 km/h unterwegs sind und der Bus sozusagen mit 20% besetzt. Die Straßenbahn auch mit 20% besetzt. Das heißt, adäquat oder analog dem Besetzungsgrad der Pkw. So schaut die Geschichte aus. Ich meine, wenn wir immer von Motorisierung reden, dann hat das natürlich auch Einfluss auf die Stadt- und Wirtschaftsstrukturen. Vielleicht zum Ende noch. Das heißt, ich muss mir natürlich auch, überlegen, sozusagen, wie schauen die Siedlungs- und Wirtschaftsstrukturen aus. Soll das Siedlungsstrukturen sein, die sehr autoaffin sind, oder soll das Siedlungsstrukturen sein, die sozusagen zum öffentlichen Verkehr passen. Und da tue ich mir natürlich schwer, wenn ich sozusagen solche Siedlungsstrukturen habe, die einfach mit dem öffentlichen Verkehr schwer erreichbar sind, beziehungsweise stellenweise hat der öffentliche Verkehr dort gar keine Chance. Weil sie einfach die Flächen, sozusagen, die sie auf den Parkplätzen und bei den Shoppingcenters zu Fuß dann von der Haltestelle zurücklegen müssen, einfach sozusagen keine Chance haben im Vergleich zu der Angebotsqualität und Erreichbarkeit im motorisierten Regionalverkehr. Das heißt, das ist das Dilemma, das natürlich mit der Errichtung solcher Wirtschaftsstrukturen oder der Bewilligung solcher Strukturen natürlich klarerweise dann auch die Kaufkraft sozusagen abwendet. Das heißt, hinter der Geschwindigkeit im Verkehrssystem stecken auf der einen Seite Zersiedelungsprozesse, auf der anderen Seite aber gleichzeitig wirtschaftliche Konzentrationsprozesse. Ganz klar. Und die wirtschaftlichen Konzentrationsprozesse sehen Sie sozusagen nicht nur im Raum, weil diese Strukturen sozusagen zu diesen Verkehrsinfrastrukturen passen, sondern wir sehen sie natürlich auch in der Kaufkraftanalyse. Das ist bekannt vielen wahrscheinlich. Das heißt, die Kaufkraft fließt einfach aus den kleineren Räumen, aus den kleineren Städten und Gemeinden in die größeren Zentralräume. Das ist das Dogma der Raumplanung der letzten 4 Jahrzehnte. Wenn ich sozusagen hier das Glas in die Hand nehmen würde, was passiert? Es fällt am Boden. Die große Masse, die Erde, zieht die kleine Masse an. Das Gravitationsgesetz. Das wird auch in der Verkehrsplanung angewendet. Und man glaubt eben immer, es macht Sinn, wenn man die kleine Masse, die kleine Gemeinde an die große anschließen würde, würde die kleine davon profitieren, behauptet man. Das Gegenteil ist der Fall, klarerweise die große profitiert. Es war ja immer, und es ist nach wie vor beispielsweise
von uns ein Anliegen, sozusagen die kleinen Gemeinden untereinander zu vernetzen, anstelle die kleinen Gemeinden und die großen anzubinden und die sozusagen Synergieeffekte zwischen den Gemeinden, kann nicht immer alle, jede kleine Gemeinde alles abdecken, klarerweise, aber die Synergieeffekte zwischen den Gemeinden sozusagen zu stärken. Das betrifft auch die Beschäftigungseffekte, wir haben uns das einmal angeschaut, wie viele Leute pro umgesetzten Euro in den Geschäften angestellt werden können. Und ganz klar, bei kleinen Wirtschaftsstrukturen, bei kleinstrukturierten, kleinräumigen Geschäften brauchen sie natürlich pro umgesetzten Euro mehr Leute als wie bei großen flächenintensiven Bereichen, wo sie sozusagen Effekte haben der Rationalisierung. Die Schlussfolgerung ganz kurz, Mobilität ist gestaltbar. Es gibt keine Erfordernisse der Verkehrsentwicklung, wie es oft genannt wird, weil die Entwicklung machen wir selber. So schaut die Geschichte aus, die wird gemacht und kann entsprechend beeinflusst werden. Wird tagtäglich von uns beeinflusst, indem wir da draußen sozusagen bestimmte Maßnahmen umsetzen. Das hängt vom Parkverbot ab oder von sozusagen Maßnahmen im öffentlichen Verkehr bis zum Radweg, bis zur Fußweginfrastruktur. Die Frage ist nur, wo will man hin? Das ist die Frage, die muss klar sozusagen beantwortet sein im politischen Bereich, aber auch im Bereich der Kommunikation mit der Gesellschaft. Das ist ja ein partizipativer Prozess mehr oder weniger. Und daraus sind dann klare Zielwerte abzuleiten. Zum Teil ist es ja bei Ihnen im Konzept, im Landesverkehrskonzept bzw. auch im Verkehrskonzept für die Stadt geschehen. Jetzt ist meiner Meinung nach klar zu schauen, welche Maßnahmen stecken dahinter und sind diese Maßnahmen in der Lage, auch die Ziele sozusagen zu erreichen. Es wird immer von Mobilitätswachstum gesprochen, das existiert nicht. Sie haben gesehen, es gibt nur eine Verschiebung zwischen den Arten der Mobilität. Der im Auto sitzt, kann nicht gleichzeitig am Rad sitzen oder in der Bahn. Das heißt, als Hauptverkehrsmittel, das heißt, es wird beeinflusst, klarerweise durch die Gestaltung des Verkehrssystems. Die Stadt der kurzen Wege wird immer wieder gesprochen, das gilt aber genauso sozusagen auch für Dörfer und Siedlungsstrukturen. Das heißt, mit einer Funktionsvielfalt in der Nähe, die ist nur möglich als Stadt oder als Dorf oder als Siedlungsstruktur der niedrigen Geschwindigkeiten. Das heißt, überall dort, wo sie sozusagen schnell unterwegs sind, zerspringt die ganze Geschichte, um auf den Indikator des Energiesystems wieder zurückzukommen, das ganze System sozusagen so erhitzt, weil einfach der Energiegehalt im System so hoch ist, dass sie sozusagen das System einmal wieder menschlich machen müssen, indem sie es abkühlen. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Und genauso, wenn sie sozusagen einen Stoff haben, wenn sie beispielsweise Wasser herinnern, wenn sie ihn abkühlen, dann wird er sozusagen fest und die Moleküle sozusagen gehen wieder in eine Bindung ein. Freiheit der Verkehrsmittelwahl ist nicht möglich ohne Entkoppelung von Wohnen und Arbeit. Ganz entscheidend. Wir sprechen immer sozusagen, nur die Leute können sich entscheiden. Wir investieren sowohl in den öffentlichen Verkehr als auch im motorisierten Individualverkehr, stellen beides zur Verfügung, wollen keine sozusagen einschränkenden Maßnahmen. Man will ja den anderen nicht bevormunden, hört man immer. Aber klarerweise, wenn Sie das Auto in der Garage haben oder in der Tiefgarage, die mit dem Aufzug erreichbar ist sozusagen und am anderen Ende einen Gratisparkplatz zur Verfügung haben, hat der öffentliche Verkehr, wenn Sie 500, 600 Meter zur Haltestelle gehen müssen, keine Chance. Das heißt, der BKW müsste zumindest gleich weit entfernt parken, wie die Haltestelle des öffentlichen Verkehrs ist, ganz klar. Pauschale Aussagen, das adressiert das Dogma der Erreichbarkeit, Aussagen zur Verbesserung der Erreichbarkeit, muss immer kritisch hinterfragt werden, bessere Erreichbarkeit für wen? Denken Sie beispielsweise Nahversorgung versus Shoppingcenter. Wer erreicht was, in welcher Art und Weise? Wie ist das Shoppingcenter erreichbar für den Fußgänger, für den Radfahrer? Was für Barrieren entstehen einfach durch bestimmte Erreichbarkeitsverbesserungen einer Verkehrsinfrastruktur oder einer Art der Verkehrsinfrastruktur? Es ist schon so schwierig, über ein Autobahnmärchen drüber zu kommen, wenn nicht bestimmte Stellen dafür vorgesehen sind. Also sozusagen diese Verschlechterungen der Erreichbarkeit für bestimmte Verkehrsstellen. Und wer macht das? Das Umdenken in der Stadt, wer macht was? Okay, das sind Umdenken in den Städten, das ist klar, das beginnt dort, wo die Folgen der Automobilität am größten geworden sind. Dort beginnt dieses Umdenken bereits, sozusagen der Nutzung des öffentlichen Raumes, Straßenfeste etc. Abgerissene Autobahnen können Sie im Internet nachlesen. Man beginnt in der Zwischenzeit wieder auf der Welt Autobahnen abzureißen, weil man sich entweder A nicht mehr leisten kann oder will, oder B, weil man darauf gekommen ist, dass es die Städte ruiniert. Weil es einfach Barrieren sind, weil man den Siedlungsraum benötigt, weil die negativen Auswirkungen und Folgen so groß sind. Portland, USA, es gibt da zahlreiche Beispiele, ich habe nur zwei genommen, das ist vielleicht Ihnen auch bekannt. Links die Autobahn, der Bürgermeister, Autobahn mit 130.000 Autos, hätte in den
Ende der 90er Jahren investieren müssen zur Revitalisierung, weil die sozusagen die Ende ihrer Lebensdauer gekommen ist. Und hat gesagt, nachdem er sich die Randbedingungen angesehen hat und wusste, okay, es wird in Zukunft nicht so weitergehen, was die Energieversorgung betrifft und die Endlichkeit der Ressourcen wie der Vergangenheit, hat er gesagt, naja, reißt die Geschichte ab, und unter dem Autobahn war ein Fluss, den er dann freigelegt hat, dort gibt es eben jetzt ein Naherholungsgebiet für die Bevölkerung, und hat aber keine Substitutionsmaßnahmen im motorisierten Individualverkehr, im Autoverkehr gesetzt, hat aber ein paralleles Schnellbussystem eingerichtet. Er hat über 1300 Stunden sozusagen Verhandlungen über sich ergehen lassen müssen, bis er das durchsetzen hat können. Es war kein einfacher Weg. Er war selber von der Wirtschaftspartei, ist nachher dann Präsident von Südkorea geworden und hat jede Menge Kilo abgenommen, über 10 Kilo hat er erzählt einmal, um das durchzusetzen. Also es ist sicher sozusagen kein einfacher Weg, das ist keine Frage. Aber sozusagen, wohin will er da im Weg? Und in diesem Sinne vielen Dank für die Aufmerksamkeit. So, Dankeschön. Ich darf jetzt die anderen Gesprächsteilnehmer mal aufs Podium bitten. Die Zeit könnten wir nützen, wenn jemand etwas auf der Zunge bringt, beziehungsweise noch eine kurze Rückfrage zum Thema ist. Ihr sucht aber jetzt keine Spezialdiskussionen zu irgendeiner Folie zu führen, weil uns das Amt nicht weiterbringt, sondern wirklich jetzt beim Thema Mobilität im weiteren Sinne zu bleiben und nicht im engeren Sinne. Das bitte. Ganz einfache Frage, kann man diese PowerPoint-Präsentation runterladen? Nein, ich glaube, ich werde es über Flug stellen, oder? Und dass man das, weiß nicht, von den Veranstaltern auf der Umgebung, also dann. Bei der Wiener Jahrstelle, bitte die E-Mail-Adresse bekannt geben und dann auf die Woche.